Auf der Gynäkologie steht dem Klinikteam ein hochemotionaler Fall bevor, als eine Frau mit ihrer besten Freundin die offene Sprechstunde von Dr. Emma Heidmann besucht. Emma, hast du gerade Zeit? Ja, bei der Arbeit. Super, super. Dann kommen Sie ruhig mal mit durch. So. Genau, das ist Frau Was Dr. Heidmann, das ist Frau Siegmann. Ich weiß noch nichts Genaueres, aber das wird sie Ihnen wahrscheinlich jetzt gleich erklären. Gut, okay. Okay. Guten Tag. Moment. Ich mal ganz in Ruhe hinsetzen. Ja. Guten Tag, mein Name ist Heidmann. Ich bin hier die Stationsärztin. Huch, jetzt fällst du schon vom Hocker. So, was wo klemmt's denn? Siegmann, ich habe seit ein paar Tagen ziemlich heftige Unterleibsschmerzen. Ich habe vor 2 Monaten entbunden. Ja. Und ich vermute mal, dass vielleicht irgendwas nicht richtig verheilt ist. Und es tut schon echt heftig weh. Normal entbunden oder mit Kaiserschnitt? Normal habe ich entbunden. Wollen wir mal schauen, ob die Mama irgendein Problem hat. Bettina Siegmann ist Mutter eines kleinen Jungen geworden, um den sich gerade der Kindsvater kümmert. Der weiß allerdings noch nichts von den Unterleibsschmerzen seiner Partnerin. Jetzt drückt's einmal, ne? Ja? Okay. Oh ja. Okay, das ist nicht nett, ne? Okay. So. Ich mache einmal einen Ultraschall. Ich weiß, dass ich nicht nett bin. Frauenärzte sind selten nett. Und dann schauen wir mal, was ich denke. Oh ja. Okay. Ja, okay. Gut. Ich sehe also eine Zyste. Die ist riesig. Bei unserer Patientin konnte ich im Ultraschall sehen, dass auf der rechten Seite eine riesige Zyste war. Sie hatte einen Durchmesser von 8 x 9 cm. Ganz klar, dass sie Beschwerden hatte. Und das gehörte eigentlich nicht zu einer Entbindung. Also der Hormonhaushalt ist ja in der Schwangerschaft verändert und das Baby muss ja auch groß werden. Mhm. Und da kommt es immer am Anfang der Schwangerschaft zu einer Gelbkörperzyste. Die bildet sich normalerweise zurück. Irgendwas scheint da geklemmt zu haben. Jedenfalls ist dann noch so eine flüssigkeitsgefüllte Zyste. Die ist auf der Seite, die macht riesig Probleme. So, und jetzt kommen wir zur Therapie, weil ich sehe schon das Erschrecken in Ihren Augen. Eigentlich kann man abwarten. Also wir haben eine große Chance, dass die sich im Laufe der nächsten 2 Monate zurückbildet. Aber uneigentlich gibt es auch mal die Möglichkeit, dass sich diese Zyste dreht oder platzt. Und dann muss man doch operieren. Sollte eine Zyste platzen, die über 4 cm groß ist, kann im schlimmsten Fall eine Blutung entstehen. Dieses Blut läuft unerkannt in den Bauch. Naja, das ist eine intraabdominelle Blutung, die man nicht erkennt, ein Worst Case ist und operiert werden muss. Das kann man sich sogar als Laie vorstellen. Wir machen jetzt einfach mal eine Blutentnahme, gucken wir mal, ob da Entzündungswerte hoch sind, ob da irgendwie andere Werte sind, die wir beachten müssen. Und dann entscheiden wir noch mal neu. Also ich habe jetzt dem Enrico geschrieben, dass du hier bist. Und, warum schreibst du ihm das? Das muss er nicht wissen. Das ist doch dein Freund. Nein, das geht ihm gar nichts an. Okay. Das ist meine Sache, dass ich hier bin. Sie hat es wahrscheinlich nur gut gemeint. Er sollte das nicht wissen. Das geht ihm einfach nichts an. Das verstehe ich jetzt aber nicht. So, das musst du auch nicht verstehen. Sonst klären Sie das einfach später. Genau. Der Grund für Bettinas abweisende Reaktion auf ihren Freund soll sich erhellen, als der junge Vater mit Söhnchen Jannis ins Krankenhaus kommt. Hey! Hey! Hey, wo ist Bettina? Sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, alles gut. Wo ist sie denn? Die ist noch im Labor, glaube ich, ja. Oh. Ey, ist alles okay? Ja, okay, ist relativ, ne? Wollen Sie sich erstmal setzen? Sie sehen echt ein bisschen. Ja, junge Väter sehen immer scheiße aus. Ich habe ja mitgekriegt, sie hat vor 8 Wochen irgendwie ein Kind gekriegt. Ja, ne? Das ist der Kleine. Ja. Ein süßer Fratz, wirklich. Ja. Schläft, ne? Junge Väter ist immer so ein Thema für sich, ne? Ja, ist halt anstrengend, ne? Aber hat sie dir das noch nicht erzählt? Was meinst du? Ne, dass sie Schluss gemacht hat mit mir, einfach so von jetzt auf gleich? Was? Ja, wirklich. Was? Ja, ich wie Schluss gemacht? Das verstehe. Also die erzählt mir so. Ja. Also ich habe die jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen, aber
One-Way-Ticket. One-Way-Ticket auf die Kanaren. Auf die Kanaren. Zu ihrem Ex-Freund. Freundin Amira kann kaum glauben, dass Bettina zu ihrem Ex fliegen will. Dass die sonst so fröhliche und verantwortungsbewusste junge Frau völlig wesensverändert ist, zeigt sich im Gespräch mit dem Kindsvater. Was machst du hier? Ich bin mit dem Kleinen hier. Ich habe gehört, du bist hier, dann bin ich los. Ja, du hättest aber nicht herkommen brauchen. Ja, ist aber selbstverständlich. Du bist die Mutter von dem Kleinen. Ja, aber bei dir ist er doch sowieso viel besser aufgehoben. Nein. Doch. Nein? Und was ist das hier? Was ist das? Ich muss einfach hier raus. Nein. Doch, das wird mir alles zu viel. Ja, was ist mit dem Kleinen? Ich kann ihn doch eh nicht stillen. Das ist doch egal, aber trotzdem braucht er seine Mutter. Was ist los mit dir? Der hat einen wundervollen Vater, das reicht. Der, ja, der braucht mich nicht. Nein, der braucht doch. Mich nicht. Doch, der braucht eine Mutter. Der Scheiß hier. Sigmar, bleiben Sie mal ruhig hier. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Was, haben Sie sich wehgetan? Es tut so weh. Ja, komm mal her. Frau Sigmar, wir gehen mal direkt noch mal, glaube ich, in Behandlungsraum. Ne? Das ist jetzt alles hier gerade ein bisschen viel, glaube ich. Genau in dem Moment, als die Patientin mit ihrem Becken und mit ihrer Hüfte vor den Kinderwagen geknallt war, wusste ich, jetzt ist es passiert, jetzt haben wir einen Notfall. Da musste was kaputt gegangen sein, da musste was geplatzt sein, irgendwas war passiert. Das war jetzt aber auch ein bisschen viel, ne? So, pass mal auf. Leg sie mal ganz schnell auf die Liege. So, jetzt ist natürlich genau das passiert, was wir verhindern wollten. Diese Riesenzyste, die ist geplatzt. Und jetzt haben wir Blut, jetzt haben wir Flüssigkeit. Jetzt müssen wir sie echt zügig in den OP bringen. Ja, ich rufe einfach auf den Weg an. Genau. Von hier oben. Ich sage Amelie Bescheid. Schrei mal Emily, okay. Kommen Sie mal mit. Jetzt geht das alles ein bisschen genau. schnell. Genau, nämlich hier liegen ist doof. Wir legen sie erst mal hin. Ist fest. Und dann sagen wir Bescheid. Mit Hochdruck wird Bettina in den OP gebracht, denn das Leben der jungen Mutter steht plötzlich auf dem Spiel. In der Zwischenzeit soll die Besucherin einer anderen Patientin das Stationsteam hellhörig machen. Hallo. Hallo. Möchtest du auch einen Kaffee? Oh, nee, bitte keinen Kaffee. Also früher habe ich den ja gerne genommen. Da hätte ich auch nicht nein gesagt, aber so in letzter Zeit. Oh, mir wird schlecht so nach so einem Kaffee. Ja, echt? Ja, ich weiß auch nicht. Also da könnte ich direkt dann auf Toilette rennen, ne? Das geht gar nicht. Okay. Außergewöhnlich. Das müssen wohl die Wechseljahre sein. Ich bin jetzt ja so in dem Alter und ja. Also ja, meine? Also, ja. Ich meine, wir müssten so irgendwo im gleichen Alter sein. Also Kaffee und Wechseljahre nicht vertragen, habe ich ja noch nie gehört. Deswegen komme ich ja gerade. Ja, du möchtest Nachschub? Ja, natürlich. Ja, oh nee, um Gottes Willen, ich kann das nicht mal riechen. Also ich habe ja auch schon keine Periode mehr. Also das müssen die, die Wechseljahre sein. Aber wenn ich das schon... wird mir gerade schon ein bisschen anders. Also jetzt? Schon, es reicht schon von dem Geruch hier. Oh, ich glaube, wir nehmen sie mal mit. Ich habe da so eine andere Idee. Oh. Naja, ich bin auch in den Wechseljahren, trinke viel Kaffee. Ich wusste, das hat damit nichts zu tun. Aber ich hatte natürlich einen Verdacht. Wann war die letzte Periode, haben Sie gesagt? Das ist schon. Ach, ich bin ja ganz froh, dass sie nicht mehr kommt. Aber es ist schon Zeit her wohl. Habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Ist jetzt ja so mein Alter, ne? Naja, ich denke da gerade an was anderes, ne? Also ich meine, Sie können ja auch schwanger sein. Ach, in meinem Alter noch? Na, das hätte ich jetzt. Ja, natürlich. Also man muss schon, also wenn man über, wie alt sind Sie, darf ich fragen? 52. Ja, man muss ein Jahr keine Periode haben, damit man nicht mehr schwanger werden kann. Und ich denke, das ist jetzt aber nicht her. Also die eben. Waren vorher schon noch regelmäßig und dann auf einmal nicht mehr. Ich meine, ich bin da ja auch nicht traurig drum gewesen, ne? Mit 50 ist man nicht mehr ganz so fit für eine Schwangerschaft wie mit 25. Aber Gott sei Dank gibt es genügend vorgeburtliche Diagnostikmöglichkeiten, um auszuschließen, dass das Kind schwerste Missbildungen hat. Und auch in der heutigen Medizin ist eine Überwachung einer über 50-Jährigen so gut, dass man das zwar nicht empfehlen kann, aber es ist auch keine Katastrophe. Ja, 90, 60, oh, ja, ne? Also kein Wunder, dass Ihnen das dann schon mal... Immer mal so ein bisschen niedrig. Wissen Sie was? Jetzt untersuche ich Sie mal, weil ich nämlich eine ganz andere Idee habe. Und das würde ich gerne abklären. Als die Ärztin dafür einen Ultraschall vom Bauch der 52-Jährigen durchführt, entdeckt sie tatsächlich die Ursache für das leichte Unwohlsein. Super. So. Ich sehe gar nichts. Ja, ich zeige es Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger. Das gibt's Sie sind in der 12. Schwangerschaftswoche.
Ihr Kaffee hat einen Namen. Ne? Herzchen schlecht. Gucken Sie her. Können Sie sich ruhig aufsetzen, genau. Oh, das gibt's ja nicht. Da hätte ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Also in meinem Alter, ich hätte ja eher mit dem Enkelkind, als dass ich selber noch mal. Ich meine, ich habe einen Freund jetzt seit einem Jahr, aber da haben wir jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich meine, Waffen, ja, ne? Ja. So, ich kann es ja immer schön, sowas wieder zu sehen. Das ist ja fast wie früher das erste Bild und man freut sich ja auch irgendwie, aber also ich bin erstmal total überrascht. Zu erfahren, dass man schwanger ist, über 50, ist natürlich erstmal ein Schock. Ich bin sehr froh, dass unsere Patientin das relativ gut aufgefasst hat und dass es auch kein Problem für sie darstellt, so wie ich das mitbekommen habe. Trotzdem muss man das, glaube ich, erstmal verdauen, gerade wenn man den Gedanken hatte, hey, meine Wechseljahre sind jetzt komplett da und man dann erfährt, dass man schwanger ist. Für den Freund von Patientin Bettina ist dagegen schwer zu verdauen, dass die junge Mutter ihn und das Baby verlassen will und zudem notoperiert werden musste. Hallo Frau Segmann, ich habe Ihnen Besuch mitgebracht. Sie ist noch ein bisschen schlapp, ja, ne? Hey, alles wieder gut? Es geht mir besser, danke. Oh, es tut mir so leid, ey. Hey. Aber du kannst doch gar nichts. Ja doch, du bist wegen mir dagegen gefallen, weil wir gestritten haben. Oh Mann. Es ist nicht deine Schuld. Doch. Oh Mann. Aber jetzt mal was anderes. Warum willst du mich verlassen? Ich, keine Ahnung, es ist mir momentan, ist mir das zu viel. Und das Ticket? Und warum willst du den Kleinen alleine lassen? Ich kann einfach nicht mehr. Es wird mir alles zu viel. Ich empfinde einfach nicht diese Liebe für ihn, die ich für ihn empfinden sollte. Ja, aber der braucht noch seine Mutter. Nach der Geburt ist alles anders gewesen. Naja, ich habe da so meine Ideen. Ich habe das jetzt eine Weile beobachtet. Ich habe mich auch nicht bemerkbar gemacht. Aber das, was ich hier so verfolgt hat, ganz ehrlich, das hört sich für mich für eine echte Wochenbettdepression an. Solche Sachen passieren sehr häufig bei Schwangeren. Nicht jede bekommt direkt eine schwere Depression. Aber bei einigen, so ungefähr 10-15% der Schwangeren, entwickelt sich dieses Bild immer tiefer, immer heftiger. Da muss ihnen dringend geholfen werden. Ja? Schwester Hanna kümmert sich. Ich kümmere mich auf jeden Fall. Ja, schicken wir den Dr. Zimmermann vorbei, der wird da sich drum kümmern. Aber ich habe ja auch noch eine Aufgabe. Ja. Unsere Operation ist super verlaufen. Ja. Es war, ja, war Pleiten, Pech und Pannen. Ne? Die Zyste ist geplatzt, dabei ist ein Gefäß eingerissen. Dabei hat es ordentlich geblutet. Mhm. Wir haben jetzt sozusagen alle aufgeräumt, alles sauber gemacht. Mhm. Das kann mal im Zusammenhang mit diesen hormonellen Umstellungen in und nach und während der Schwangerschaft passieren, dass da am Eierstock eine Zyste wächst. Manchmal gibt es zu Problemen, dass die nicht richtig sich zurückbildet oder größer wird, dass eine hormonelle Dysbalance passiert. Und so wird es wahrscheinlich bei unserer Patientin auch gewesen sein. Bettina erholte sich nach dem Eingriff und hat ihre Wochenbettdepression mit therapeutischer Hilfe überwunden. Seitdem geht sie in ihrer Rolle als Mutter voll auf und führt mit ihrem Freund wieder eine glückliche Beziehung.